Radio Rauffass. Alle 2 Jahre treffen sich die Ministrantinnen und Ministranten der Pfarreiengemeinschaft Blindheim am letzten Schultag zu einem Zeltlager. Dabei machen sie keine große Fahrt, sondern kommen im Pfarrheimgarten in Unterglauheim zusammen. In diesem Jahr war es wieder soweit. Am Freitag um 17 Uhr startete das Zeltlager und bei 74 Teilnehmern gibt es natürlich erstmal einen großen Gesprächsbedarf. Das Thema des Zeltlagers hieß in diesem Jahr auf dem Jahrmarkt. In vielen intensiven Sitzungen haben die Oberministranten eine Spielidee entwickelt, bei der verschiedene Gruppen zu Budenbetreibern auf dem Jahrmarkt wurden und natürlich erstmal alles für ihre Jahrmarktsattraktion herrichten mussten, so wie diese Mädels. Also ich bin jetzt, am besten bin ich immer den einen Nagel, der hier. Das ist gleich vorbei, aber man kann allein diesen Bleistiftstrich. Soll er erst stehen? Nein. Der vorletzte. Der vorletzte oder sowas, ja. Ja, okay. So. Ungefähr bei der 2. Bei der 2. Das schaut jetzt nicht größer aus. Was tun wir dann wieder? Das ist aber eine Tische. So eine Tische weniger abschneiden. Und dann schreddest du die Erbsen weg. Ja, und du musst probieren, mit dem Hammer drauf zu hauen. Also, wir sind hier auf dem Zeltplatz in Unterglauheim. Neben mir steht Melina. Sag mal Hallo. Hallo. Wie findest du bis jetzt? Richtig cool. Und was macht das Wetter? Ist es arg schlimm mit der Hitze? Es geht eigentlich. Und die Spiele, was wir bis jetzt gemacht haben? Hat Spaß gemacht. Und wie findest du unser HKG-Produkt? Für alle Nichtwissenden, die Hello Kitty Group. Nee, Gang. Das ist ein Erbsenschlagen. Durch den Schlauch kommen Erbsen und man muss die treffen. Wie findest du das bis? Ich finde es sehr schön und wir können richtig stolz auf uns sein. Ja, ich finde es aber wirklich wunderschön, wie wir das gemacht haben. Sorry. Alles gut. Also, jetzt haben wir nur einen Tag. Was wünscht ihr für diesen Tag? Dass es nicht mit so einem Regnen anfängt. Das wäre schön. Ja, das wäre gut. Danke, Melina. War echt schön mit dir. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das Wetter meinte es gut mit uns. Und so waren alle fleißig damit beschäftigt, ihre Buden herzurichten und die Plakate für die Werbeoffensive zu entwerfen. Und wie läuft's bei euch so? Ich bin's, Tim. Oh mein Gott! Neben den Bastelaktionen gab es natürlich auch noch andere Dinge, auf die sich die Minis schon gefreut haben. Auf die Frage, worauf sie sich freuen, bekamen wir folgende Antworten. Auf unsere Station. Memory-Wettrennen. Ich freue mich auf die Station, wie das halt ankommt. Wir haben Hau den Lukas. Dass wir die Schnürnebox noch heute fertig machen. Ich freue mich heute auf die Jahrmarktbuden. Auf die Spiele. Auf alles an diesem Tag. Auf die Spiele. Ich bin zu Kegel zuständig. Alter. Am Freitagabend hatten wir dann sogar noch eine kostenlose musikalische Begleitung, da der Chor Kairos im Pfarrheim probte, was man trotz allem Trubel gut hören konnte. Am Samstagmorgen war die erste Nacht im oder um das Zelt überstanden und wir haben nachgefragt, wie sie denn so war, die erste Zeltnacht. Lang und lustig. Sehr kalt. Geil. Eigentlich ganz okay. Ziemlich kurz. Hab nicht geschlafen. Cool. Naja. Kurz. Nass. Sehr erfrischend. Lustig. Sehr kalt. Lustig. Ich hatte keine Decke. Kalt. Nass. Schön. Schön. Lustig. Lustig. Ich war ausgenockt, ich hab nichts bemerkt. Lustig. Gut. War gut. Gemütlich, bis Martin reinkommt und uns aufgeweckt hat. Schön. Die Oberministranten haben nur gelabert und Chips gefressen. Obwohl es untertags italienische Hitze hatte, war es manchen dann wohl kalt in der Nacht. Die genaue Ursache dafür blieb uns allerdings verborgen. Am Samstagnachmittag war es dann Zeit für einen ersten kleinen Rückblick auf die bisherigen Aktionen. Und natürlich auf das Essen. Wie hat's dir bis jetzt gefallen? Mir hat's sehr gut gefallen und die Spiele machen sehr Spaß. Was war das Beste bis jetzt? Das Erbsenschlagen. Warum? Weil wir da musstest du halt deine Reflexe zeigen können. Und ich fand es eigentlich sehr interessant, mal Erbsen zu schlagen. Cool.
Wie war das Essen bis jetzt? Das Essen war richtig gut. Wir hatten Kartoffelsalat, Schnitzel. Hat eigentlich schon passt. Und dann hatten wir auch noch eine Pizza. Ja. Ja, das klingt gut. Wie war die Nacht? Nacht war ein bisschen gruselig. Wir haben nämlich eine Nachtwanderung gemacht. Und dann kamen auf einmal hinter uns Killer-Clowns. Ja, das war dann nicht mehr so nice. Neben den Buden der Ministranten boten die Oberministranten Schicksalslose an. Da konnte man Punkte für die eigene Gruppe gewinnen. Allerdings konnte das Schicksal auch zuschlagen und man wurde zum Küchendienst oder zum Lagerplatz aufräumen verdonnert. Oder man zog ein Los, bei dem die eigene Kreativität gefragt war, weil man ein Gedicht verfassen musste oder ein Lied singen sollte, was für manche gar nicht so einfach war. Ich weiß kein Lied. Wie geht das nochmal? Ich kann so ein ganz kurzes Lied. Alle meine Enten? Ich mach dir das. Vor dem Mikro wollte leider niemand singen. Neben der Lagerfeuerromantik gab es am Samstagabend noch Zeltlagerkino mit Cocktails, gebrannten Mandeln, Obstspießen, Zuckerwatte und Pfannkuchen. Wie es sich eben für einen Jahrmarkt gehört. Am Sonntag waren alle Minis beim Gottesdienst in Unterglauheim dabei. Und dann hieß es zusammenpacken und ab nach Hause. Manche mussten dann wohl doch ein paar Minütchen Schlaf nachholen. Als Obermini und für Radio Raufass mit dabei, Nicole Reiner.